Das Drehbohrgerät LB16 ist der kleinste Vertreter der Liebherr-Drehbohrgeräteserie und rundet diese nach unten ab. Die Konzeption der LB-Serie basiert auf der jahrelangen Erfahrung von Liebherr mit Spezialtiefbauanwendungen und berücksichtigt auch die schwersten Anforderungen, die an moderne Drehbohrgeräte gestellt werden. Das LB16 ist kompakt, dimensioniert und somit für den Einsatz in beengten Umgebungen prädestiniert. Das Grundgerät kann mit angebautem Mäkler in einem Stück transportiert werden. Durch eine Mäkler-Fußklappeinrichtung lässt sich die Transportlänge weiter reduzieren. Falls es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, ist ein Transport mit montiertem Bohrantrieb möglich. Damit sind ein schnelles und unkompliziertes Versetzen des Gerätes und ein flexibler Baustelleneinsatz gewährleistet. Das LB16 verfügt über ein Drehmoment von 18 Metertonnen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, eine Verrohrungsmaschine anzubauen, die über die Bordhydraulik angetrieben wird. Es ist kein externes Antriebsaggregat erforderlich, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Der BAT-Bohrantrieb stellt sicher, dass die Leistungsfähigkeit des LB16 optimal in Arbeitsleistung umgesetzt wird. Er verfügt über ein stufenloses Getriebe, mit dem auf Bodenverhältnisse flexibel reagiert werden kann. Die Drehzahl wird somit vom Fahrer stufenlos geregelt und den jeweiligen Anforderungen angepasst. Die standardmäßige Kelly-Dämpfung mit Federn und hydraulischen Dämpfern schont das Material und reduziert die Lärmbelästigung. Ein wesentlicher technischer Vorteil des LB16 ist das Seilvorschubsystem. Damit verfügt der Anwender über ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, selbst bei schwierigsten Bodenverhältnissen und Einsatzbedingungen. Technisch einzigartig ist die stabile Mäklerausführung sowie die äußerst robust gestaltete Kinematik mit großer Systembreite. Bemerkenswert ist auch die Kraftstoffeffizienz des Antriebssystems. Das Gerät ist mit einem 230 Kilowatt starken Liebherr-Dieselaggregat ausgestattet und liegt damit weit unter dem Verbrauch vergleichbarer Produkte von Mitbewerbern. Für Arbeiten bei begrenzter Arbeitshöhe bietet Liebherr für das LB16 eine Low-Head- sowie eine Ultra-Low-Head-Version an. Für beide Sondervarianten stehen spezielle, kurze Kelly-Stangen zur Verfügung. Die Geräte der LB-Serie sind für Kelly, Endlosschnecken und Doppelkopfbohreinsätze sowie Bodenmischen konzipiert. Für Endlosschnecken und Vollverdrängereinsätze steht eine spezielle Ausrüstungsvariante mit verlängertem Mäkler zur Verfügung. Das Liebherr Drehbohrgerät LB16 zeichnet sich durch seine kompakten Abmessungen, seine überzeugenden Leistungseigenschaften bei maximaler Flexibilität und seine Stabilität aus. Kombiniert mit der bewährten Liebherr-Qualität und einer hohen Effizienz ist das LB16 ein verlässlicher Partner für schwerste Spezialtiefbauanwendungen.